Ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro ist bei einem Brand am Freitagmittag auf einem landwirtschaftlich genutzten Lagerplatz zwischen Plattenhardt und Stetten entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten kurz nach 12 Uhr mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Heuballen und die provisorisch errichtete Überdachung in Brand. Es gab in der Anfangsphase natürlich Probleme, dass man hier schnell Wasser herkriegt, wobei schon in der Anfangsphase eine Wasserförderkomponente alarmiert worden ist, die dadurch den Wasserbedarf am Anfang sicherstellen konnte, bis die Wasserversorgung standen ist. Und letztendlich hat sich am Anfang der Bedarf des Wassers auf die Riegelstellung reduziert. Das heißt, man hat die umliegende Unterstände vor einer Brandausbreitung geschützt und das konnte man auch erfolgreich durchführen. Da die starke Rauchentwicklung nicht nur von den umliegenden Ortschaften, sondern auch von der nahegelegenen B27 aus sichtbar war, gingen unzählige Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein. Der Verkehr auf der Bundesstraße war durch den Rauch jedoch nicht beeinträchtigt. Die Feuerwehr rückte mit 15 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften aus. Weiterhin waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes vorsorglich an den Brandort ausgerückt. Ersten Erkenntnissen nach wurden mindestens 3 hochwertige Traktoren und mehrere Dutzend Heuballen ein Opfer der Flammen. Ob weitere Fahrzeuge, die dort gelagert waren, beschädigt wurden, steht noch nicht fest. Vom Brandort wurden von einem Polizeihubschrauber aus Aufnahmen gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.